Ja, willkommen zurück in meinem Geheimlabor. In der heutigen Valentinswoche gilt es, ein Gericht herzustellen, welches Schokolade als Zutat beinhaltet. Ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht und zwar möchte ich wieder ähnlich wie letzte Woche ein Gericht erstellen, dessen Üblichkeit nicht so verbreitet ist. Also sprich, ich werde etwas völlig Neues kreieren, zumindest glaube ich das, vermutlich ist das nicht der Fall. Und es gibt schon viele andere, die ein ähnliches Produkt schon produziert haben, ein ähnliches Gericht meine ich. Ich habe auch festgestellt letzte Woche beim Erstellen des ungewöhnlichen Gerichtes, dass nicht alles wirklich gut zusammenpasst. Also es gibt, ich würde sagen, es gibt neutrale Komponenten, die sowohl mit salzigen als auch mit süßen Dingen zusammen gut funktionieren. Aber die Kombination von salzigen Dingen und süßen Dingen, beziehungsweise herzhaften Dingen und süßen Dingen, fand ich nicht so hundertprozentig gelungen. Es war essbar, natürlich, aber ich möchte wieder davon weg und etwas machen, wo ich jetzt nur neutrale und ja bei Schokolade süße Dinge kombiniere. Und ich fange gleich mal an, indem ich dieses Produkt hier, das habe ich bekommen, das war übrig vor 2 oder 3 Wochen bei diesem Seminar, bei dem ich war, wozu ich ja auch ein Video gemacht habe. Da hatte ich bisher keine, es ist jetzt hier einfach nur ungesüßter Bio-Soja-Drink, also sowas schmeckt mir normalerweise nicht. Aber es wird ja mit weiteren Zutaten versehen. Erstmal kippe ich das hier alles in diesen Topf, wenn es reinpasst, was ich hoffe. Jetzt schneide ich mittlerweile selbst solche Schritte wie zu langes Kippen raus, ja. Weil das Video euch ja nicht über die Gebühr beanspruchen soll, eure Aufmerksamkeit, weil ich weiß, ihr habt sowas nicht. So, das stelle ich jetzt erstmal warm. Jemand, der Ahnung hat von Zeug, der wird wissen, was ich möglicherweise damit vorhaben könnte. Weil bis jetzt ist ja noch keine Schokolade ins Spiel gekommen. Das wird auch beim nächsten Schritt nicht so sein. Ja, ich habe hier Paprika, die sind übrig vom letzten Wochenende. Und zwar von der Geburtstagsfeier meiner Oma. Da waren die jetzt übrig und mir ist eingefallen, dass es Sinn macht, einen Schritt noch vor diesen zu schieben. Also Paprika handelt es sich hierbei ja um etwas leicht Süßliches bzw. Neutrales. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, das kommt auch ans Gericht, aber es kommt noch was anderes zuvor. Und zwar, ich kippe Reis in diesen Topf und jetzt habe ich natürlich mein Messgerät nicht dabei. Ich habe das Messgerät besorgt, es ist eine Tasse und zwar möchte ich 2 volle Tassen Reis verwenden. Oder nehmen wir doch ein bisschen weniger. Ich sag mal, wir nehmen eine und nehmen nachher noch eine andere Zutat, die ich mir gerade so überlegt habe, dass die vielleicht auch noch rein kann. Dann kann ich es natürlich nicht mehr Risotto nennen, aber ist ja egal. So, Reis kommt in den Topf, genauso wie Wasser. Ich versuche jetzt mal, dadurch, dass das jetzt Reis ist, kann ich jetzt 2 Tassen Wasser nehmen, weil das ist die Menge, die empfohlen wird. Aber dadurch, dass noch eine andere Zutat hinzufügen wollen, nehme ich lieber 3 Tassen Wasser. Das schneide ich jetzt nicht raus, weil dazu müsste ich ja nochmal davor laufen, Knopf drücken, spare ich mir. Ich muss das jetzt ertragen, wie ich 3 Tassen Wasser hier reinkippe und es als dann auch sofort anschalte. So, natürlich Maximalstufe, wie immer. Was anderes ist eigentlich sehr selten vonnöten. Vielleicht bei dem anderen da, was ich da gerade mache. So, jetzt werde ich Magie benutzen, um diese Dinge hier zu zerstückeln. Kurze Zwischeninfo, ich bin noch nicht sonderlich weit gekommen mit dem magischen Zerstückeln, was natürlich nur daraus besteht, dass ich da diesen Part rausschneide, also mit dem Messer aus dem Video schneide ich es raus. Das da hat schon Geräusche gemacht, deswegen habe ich es jetzt runtergedreht auf 3. Ja? Also 3 ist bei meinem Herd 1/3, weil 9 das Maximum ist. Tja, ich habe jetzt erstmal ein logistisches Problem und zwar fängt das Reiswasser jetzt auch schon an zu kochen. Was dafür spricht, dass ich die nächste Zutat hinzufügen könnte. Ich kann es natürlich jetzt auch ein bisschen kochen lassen oder es ebenfalls runterdrehen. Eigentlich sollte das hier, ja, das Magische, ne? Sollte eigentlich schon fertig sein und da drinnen und dann mit kochen. Das wird wohl nichts werden, sage ich mal. Ich werde jetzt erstmal den Schritt noch einbringen, die andere Zutat hinzuzufügen, wenn ich sie finde.
Sehr gut, also es ist hier noch eine Menge Nudeln drin, nicht sonderlich viele, aber die kippe ich jetzt einfach mal noch mit hier rein. Und ich brauche noch einen Timer für 8 Minuten. Wir können hier jetzt auf die Uhr gucken. Wenn der große Zeiger bei der 7 ist, dann sind die 8 Minuten rum. Und ich versuche mir das mal zu merken. Ich habe kurzerhand beschlossen, die andere Zutat auch schon zu vollenden. Und zwar brauche ich dazu Folgendes. Das hier, das handelt sich um Speisestärke, die ich mal für irgendwas besorgt habe, was ich im Rahmen des Kanals gemacht habe, seitdem nie wieder benutzt, deswegen ist das noch fast voll. Und die Schokolade. Ja, eigentlich hätte ich ja eine Schokomilch verwendet, also einen Schoko-Sojadrink bzw. Haferdrink. Da ich das aber nicht habe, verwende ich jetzt das. Und ich habe sogar recherchiert, wie viele Löffel ich brauche. Also eigentlich brauche ich nur einen Löffel. So, ja, einen Löffel. Und da mache ich auch viermal diese Bewegung. Weil da kommen jetzt 4 Esslöffel von dem Kakao rein. Von dem Ja-Kakao-Drink. 2, 3, 4. Jetzt habe ich den Löffel natürlich schon eingetaucht, was ein schwerer Fehler war, was dazu führt, dass ich doch nicht nur einen Löffel brauche. Oder ich ihn nochmal aufwaschen müsste, was aber im Rahmen dieses Videos jetzt zu lange dauern würde, weshalb ich einen weiteren Löffel beschmutze mit der Speisestärke. Auch davon 4 Löffel. Weiß nicht, ob gehäuft oder nicht, das wären jetzt alle Gehäufte. Sagen wir mal 3, weil die waren doch sehr gehäuft. So. Das rühre ich jetzt gut um. Und vermute, dass ich vielleicht schon wieder was falsch gemacht habe. Ich mache das mal aus. Oder so. Also, um es kurz zu sagen, was es werden soll, es soll so eine Art Pudding werden. Falls es nicht gelingt, ist es auch nicht so schlimm. Dann wird es halt Suppe oder Soße oder so, ne? Hä? Ja, das dauert hier schon viel zu lange. Ich mache erstmal hier weiter. Nächste unvorhergesehene Ereignis ist eingetreten, und zwar der Reis hat aufgehört, Geräusche zu machen, was daran liegt, dass das Wasser alle ist. Deswegen werde ich jetzt einfach mal noch ein bisschen Wasser nachfüllen. So. Und ich kippe auch gleich diese Paprika, den ich jetzt hier schon so weit habe, rein, weil hier kein Platz mehr ist, um die dritte Paprika zu schneiden. Kurz das Zeug umrühren. Ich stelle auch mal das. Ach, das habe ich schon ausgestellt. Ja, keine Ahnung. Also. Fühlt sich merkwürdig an von der Konsistenz. Sehr inkonsistent. Ach du Scheiße, hier sind diese Klumpen. Cut. Um etwas gegen den Klumpen zu unternehmen, versuche ich jetzt die niedrigste Stufe des Mixers zu nutzen. Die ist hoffentlich niedrig genug, dass es nicht total rumspritzt. Ja, okay, das scheint zu funktionieren. Ups.
Das muss eh nicht alles aussehen. Wir sehen jetzt, dass der Zeiger bei der 7 ist. Das heißt, eigentlich müsste das da jetzt auch fertig sein. Ich vermute aber, dass das noch nicht ganz der Fall ist. Das sollte jetzt auch soweit in Ordnung gebracht sein hier. Deswegen kommt das hier erstmal wieder weg. Die letzte Paprika, die ist jetzt natürlich nicht fertig geworden. Die werde ich hinterher einfach so essen. Komm erstmal wieder in den Kühlschrank. So, jetzt schaue ich mal hier in den Topf. Naja, also die Paprika, die ist jetzt auch nicht sehr lange hier drin gewesen. Und der Rest sieht ganz okay aus. Bisschen wässrig durch das Hinzufügen des extra Wassers. Aber besser als wäre es jetzt noch nicht gut. Ich werde ein bisschen von dem Wasser leider abgießen. Jetzt hier. Wenn ich meine Abgießhilfe finde, wo ist sie denn? Hier ist die Abgießhilfe. In meiner Hand. Da war sie die ganze Zeit. Ja, kann das mal aus. Ja, ein negativer Aspekt dessen, dass ich mich nicht sehr ausführlich damit beschäftigt habe, was ich hier vorhabe, ist, ich hätte das hier, glaube ich, irgendwie stehen lassen müssen, so, ne? Habe ich auch nicht gemacht. Mache ich jetzt auch nicht. Ich kipp das jetzt einfach da drauf und hoffe, dass es einigermaßen genießbar ist. Also hier sind jetzt lauter Klümpchen, die sind vermutlich irgendwie die zerstückelte Speisestärke. Ich bin mir unsicher, ob ich das jetzt hier mit drauf kippen möchte oder nicht. Ich probiere das erstmal. Weil es sieht ein bisschen nicht so optisch nicht so gut aus. Ja, es ist wieder hart an der Grenze. Ich weiß auch nicht, wie lange man diese Speisestärke aufheben kann. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum es sich so verhält. Also, es ist nicht so ekelhaft, dass ich der Meinung bin, man könnte es gar nicht essen. Aber ich auch nicht gut genug, dass ich der Meinung bin, ich möchte es an dem Essen haben. Deswegen lasse ich das jetzt mal weg. Das ist der unbenutzte. Nehmen wir jetzt hier einen Löffel, so. Und wir haben hier unser wunderschönes Gericht. Risotto mit Nudeln und Schokoladensauce. Sollte eigentlich eher so eine Art Pudding werden. Ist es aber leider nicht. Pudding machen ist halt echt schwierig. So, ja, dann probiere ich mal so ein Stück Paprika erstmal. Das war nichts. Vielleicht hätte ich sie auch ein bisschen kleiner schneiden können. Ziemlich heiß. Aber schmeckt gut. Und einfach von dem Reis und den Nudeln.
Also ich sage es ganz ehrlich, ich würde es nicht empfehlen, nachzukochen. Ich werde es trotzdem essen, weil was soll ich auch sonst damit tun? Aber ich bin ja hier für euch, um Fehler zu machen, damit ihr sie nicht machen müsst. Nicht jedes Gericht kann gelingen, aber man muss es ja zumindest mal ausprobiert haben. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Essen machen. Tschüss.